Ja, bei Madden NFL 20, wir sind zurück in der SEO-Chill-Reihe. Snow Day Right Down Santa Claus Lane heißt die Aufgabe, 3 Sterne Herausforderung. Wir dürfen in dem Quarter, was jetzt vor uns liegt, keinen Touchdown kassieren, keinen Rushing Touchdown. Wohlgemerkt, wir kriegen einen Bonus, wenn wir 2 User-Tackle setzen und einen weiteren Bonusstern, wenn wir maximal 50 Rushing Yards zulassen. So, der Ball ist an der 22-Yard-Linie. Wir haben 4 Minuten zu spielen im dritten Quarter. Wir liegen mit 7:10 hinten. Und wir werden blitzen. Die beste Methode, um gegen den Lauf zu verteidigen. Erster und 10 an der 22. Tackle von Sanders. 1 Yard Raumgewinn war das nur. Zweiter Versuch und 9. Wir müssen nur an das User-Tackle denken. Das wird wichtig sein. Nimm Will Blitz 3. 2009 an der 23. Dritter und 10. Also das klappt mit dem Unterbinden. Der Läufe sehr gut, aber der User-Tackle fehlt mir. Da kannst du nicht tackeln. Vierter und 10. Das Dio-Chill-Team schickt. Sanders nimmt den Ball auf an der 30-Yard-Linie. Boah, der ist aber ganz schnell beendet, dieser Return an der 36. Und da wir diese User-Tackle ja machen wollen, müssen wir den Ball direkt wieder per Punt abgeben. So, der geht sehr gut runter. Wunderbarer Punt. Der ist an der 8-Yard-Linie, glaube ich. Erster Versuch und 10 für das SEO-Chill-Team. Großartiges Play. Wir blitzen mit dem Overload Blitz. Erster und 10 an der 8-Yard-Linie. So, wir haben den ersten User-Tackle geschafft. Zweiter und 13. Bleiben beim Blitzen. Der Gap-Press. Ball an der 5-Yard-Linie. Dritter und 12 heißt es jetzt. Wir gehen in eine Cover 2. Uns fehlt immer noch ein User-Tackle. Und das ist ein Safety, die Marcus Lawrence. Aber den bekommen wir nicht zugeordnet. An der 25-Yard-Linie nimmt. Kommt an die 36-Yard-Linie heran. Erster Versuch und 10. Und das gleiche Spiel wieder. Wir müssen den Ball per Punt direkt wieder abgeben. Ein User-Tackle fehlt uns noch. Doch der war gut, geht an die 12-Yard-Linie. Erster Versuch und 12 für das SEO-Chill-Team. Wir gehen mal in eine Cover 4. Ich gebe mal Matt Ryan etwas Zeit. Erster und 10 an der 12-Yard-Linie. Zweimal ins Leere getackelt, das gibt's gar nicht. Ich muss gar keinen Hitstick-Tackle probieren. Zweiter und 3. Aber jetzt kam der Ball zumindest an, sodass der Drive weitergeht. Zweiter und 3 von der 19. Wahnsinnig viel Zeit, ja, das darf nicht passieren. Soll natürlich irgendjemand versuchen, Druck auf Matt Ryan auszuüben. Dritter und 3 von der 19. Jetzt muss ich ein Timeout nehmen. Gott sei Dank ein neues First Down für das SEO-Chill-Team.
Nur noch 39 Sekunden zu spielen. Und da haben wir den zweiten User-Tackle. So, jetzt geht es nur darum, nicht mehr allzu viele Rushing Yards zuzulassen. 2. und 5. Das könnte schon das letzte Play sein, das wir hier sehen. Es ist ein Lauf, aber der ist sofort von den Cowboys gestoppt. Keine Rushing Yards erzielt. Jetzt laufen die letzten Sekunden hier runter und schauen wir mal, ob wir die Challenge geschafft haben. 1, 2, 3, Stern Nummer 4 und Stern Nummer 5. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.